I had the most amazing time here. And of course some drama comes up, but that's like normal. Ja, jeder wollte jeden kennenlernen und das macht das Ganze auch einfacher. Ausgelassene Stimmung, lachende Gesichter. Wir sind mittendrin im Lambda-Summercamp. Mehr als 80 Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Europa und Israel haben mitten in Thüringen für eine Woche ihre Zelte aufgeschlagen. Das Besondere? Alle Teilnehmer sind schwul, lesbisch, bi oder transident. Hier haben sie Gelegenheit, sich offen und ungezwungen mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen. Neue Eindrücke sammeln über die Ländergrenzen hinaus. Das ist auch Nora aus Chemnitz wichtig. Es war schon eher für mich ein Weitergeben, weil ich jetzt nicht so ein Problem damit habe, mich zu outen. Aber ich finde es auch immer ganz spannend, von anderen Leuten die Geschichten zu erfahren. Gerade wenn sie auch aus einem anderen Land kommen, wo es vielleicht mit der Toleranz nicht so ist oder die vielleicht einfach einen konservativeren Freundeskreis haben als ich. Dann ist es immer spannend zu sehen, wie sind die mit der Situation umgegangen. Eine Situation, die für viele hier im Alltag immer noch von Angst und Unsicherheit geprägt ist. Das weiß auch Campleiterin Gila Rosenberg zu berichten. Gesichter kamen und gingen, doch die Probleme der Jugendlichen blieben in 16 Jahren Sommercamp unverändert. Wir stellen keinen Unterschied fest, was die Sorgen, die Gefahren angeht, unter denen Jugendliche leiden. Ganz im Gegenteil, wir haben in den letzten 3 Jahren einen deutlichen Zuwachs an Jugendlichen mit psychischen Beeinträchtigungen, was darauf einfach schließen lässt, dass viele Jugendliche unter einem sehr großen Druck stehen, während oder auch vor ihrem Coming-out. Und trotzdem, Spaß machen soll das Camp natürlich auch. Egal, ob beim hart umkämpften Fußballmatch, beim Fitness-Workshop oder dem Chorsingen. Hier findet jeder was zum Mitmachen. Doch ist das Ganze nicht vielleicht auch eine Art Abschottung? Braucht man so ein Camp ausschließlich für Schwule, Lesben, Bis und Transidente überhaupt? Smari aus Island findet, ja. This is a safe site. We could be, like I said, what we want. It's, like I said, Lambda Land. It's like isolated and like everybody's queer and happy and like, yeah, I think that's what's the best thing is about the isolation here. Und so nimmt jeder hier seine ganz persönlichen Eindrücke wieder mit nach Hause. Besonders im Kopf bleiben wird Nora. Also sicherlich der Besuch in Buchenwald zusammen mit den Leuten aus Israel, die einfach gesagt haben, okay, wir gehen da zusammen hin, wir gehen da stolz hin, wir sind die nächste Generation, wir können was ändern. Es ist schrecklich, was da passiert ist, aber jetzt stehen wir hier zusammen als Freunde Seite an Seite. Und es war wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. You can't ignore it. It happened here and it happened to my people, so I think it's very necessary and essential to go to this trip to Buchenwald. I thought that it was so unique. Am letzten Abend heißt es, it's showtime. Die Abschlussgala ist schon im vollen Gange. Und noch will niemand hier so richtig wahrhaben, dass die gemeinsame Zeit schon wieder vorbei ist. Viele sind sich jetzt schon sicher. Im nächsten Jahr bin ich wieder dabei, hier im Lambda.